Hallo Leute, da bin ich wieder im Real 70 am Start. Ja, ich habe die Zeit ein bisschen vorgedreht. Und jetzt gehen wir zu Shani nach Hause und gucken mal, sind wir hier richtig? Ja. Ob wir Danke sagen können. Ups. Achso. Nach oben, Pater. Seid mein Gast. Ja, danke. Ich werde sofort gehen. Schon gut, Mütchen. So, dann wollen wir mal gucken. Shani, da bist du ja. Ja. Bringen wir ihr mal, wir geben ihr mal, wir geben ihr eine rote Rose, oder? Stehen Frauen auf rote Rosen? Ich weiß nicht, ich bin da immer ein bisschen sonderbar. Rote Rosen? Geralt, also. Ihr errötet ja. Ihr errötet ja. Ich bekomme so selten Blumen. Eine hübsche, junge Ärztin wie ihr hat doch gewiss genügend Bewunderer. Naja, so ein finsterer Bursche hat alle anderen verscheucht. Wenn ihr Hilfe braucht? Nein, alles in Ordnung. Er war mysteriös, auf seine Art schmeichelhaft. Wir sind ein paar Mal ausgegangen. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn ich nicht herausgefunden hätte, dass er ein Doppelleben führt. Was meint ihr damit? Thaler. Ich bezweifle, dass ihr ihn kennt. Thaler. Eines Abends gingen wir auf dem Deich spazieren, als mir klar wurde, dass uns zwei Männer folgten. Sie trugen graue Mäntel über Rüstungen der Spezialeinheit. Die Mäntel sollten ihre Identität verschleiern. Sie konnten nicht wissen, dass ich an der Universität gelernt habe, ihresgleichen zu erkennen. Ich dachte, die würden uns festnehmen, aber Thaler meinte, ich solle mir keine Sorgen machen. Die Pflicht riefe ihn und wir müssten Abschied nehmen. Ich wollte ihm schon gehörig die Meinung sagen, als ich bemerkte, dass die Männer ihm Zeichen gaben. Haben Sie Salamander-Abzeichen getragen? Moment. Ich war neugierig. Daher sagte ich ihm, er hätte mir das Herz gebrochen und täuschte eine Ohnmacht vor. Thaler sagte zu den Männern, hoffentlich ist euer Anliegen wichtig. Einer von ihnen entgegnete, aber Chef, wir waren doch so gut wie unsichtbar. Thaler antwortete, ich mach deine Eier so gut wie unsichtbar, wenn ich sie dir in den Hintern schiebe. Da konnte ich nicht mehr an mich halten und pustete vor Lachen. Wie ging die Sache aus? Sie brachten mich nach Hause. Ich hörte einen der Unsichtbaren sagen, dass ihr Einsatz gegen die Salamandra misslungen wäre. Wer waren diese Leute? Voltests Geheimpolizei. Als wir einander zum ersten Mal begegnet sind, in Ochsenfurt, habe ich euch geholfen, den Agenten Redaniens zu entkommen. Die Tamerischen sind kaum besser. Da wir gerade von Ochsenfurt sprechen, wobei hat Rittersporn denn eigentlich gestört? Ich dachte schon, ihr würdet nie fragen. Oh, okay, ich vergaß. Ich hatte das ja ganz vergessen. Ah. Geralt. Gut, köstlich. Die süße Shani haben wir jetzt da uns geschnappt, ne? Und das arme Muttchen macht was mit. Shani sitzt da. So, abgeschlossen. Aufgestiegen sind wir auch gleich wieder. Chip. Wir brauchen unbedingt noch einmal Algul. Algul-Mark. Dass wir diese Quest auch fertig machen können. Was haben wir denn noch zu tun hier? Quest, zweites Kapitel. Oh, wird es nicht mehr viel. Nein, mysteriöser Turm gesucht. Monolithen. Ich habe erst nur 8, habe ich erst. Wo sind die anderen? Den Droiden im Sumpf, wie ich einen Sturm erschaffen kann. Algul-Vertrag, ich muss Kalkstein. Ja, das muss ich vorher machen. Sonst, kann ich diese Quest nicht mehr erledigen. Das ist jetzt ärgerlich, dass ich dem Friedhofsfutzi seinen Schlüssel wiedergegeben habe. Verdammt, war ich wieder so vorschnell? Scheiß auf friedliche Koexistenz. Was hast denn du für eine Ausdrucksweise, junger Zwerg? Meine Kehle ist trocken. Dann trinke ein bisschen Wasser da unten aus dem Fluss. Verdammt. Ja, also werden wir jetzt in den Sumpf gehen. Den Sturm können wir jetzt sowieso noch nicht erschaffen, weil wir die Monolithen ja sowieso noch nicht haben.
Und ich weiß jetzt nicht, wo ich diese anderen Monolithen noch herbekomme. Irgendwo habe ich was übersehen. Moment. Einen habe ich hier noch. Wie heißt der? Tipperat. Ach, ich weiß, wo ich... Ja, doch, ich weiß, wo ich einen noch bekomme. Einen habe ich und einen bekomme ich noch. Jetzt schauen wir mal. Wir werden mal den einsetzen. Gehen also jetzt wieder ein bisschen durch den Sumpf. Wo ist denn dieser Fuzzi? Ey, sag jetzt nicht, dass der nachts nicht arbeitet. Was ist denn das hier für ein faules Pack? Verdammt, dann müssen wir meditieren. Mist, hier ist irgendwo eine... Früher war hier eine Feuerquelle. Hier. Wusste ich doch, irgendwas war doch hier. So, neue Talente. Dann machen wir das. Zop, zop. Wir gehen in den Sumpf. Gucken wir mal, was hier los ist. Starkes Silber. Nee, reicht uns. Schnelles. Ich würde sagen, wir leveln mal das Schnelle oder Starke auf. Was haben wir denn mit Starken noch? Ich kann mich nicht entscheiden. Wie sieht es denn hier aus mit den Silbertalenten? Erhöht die Chance der Einäscherung? Hier kann ich noch nicht hin. Wirkt nur im Gruppenkampf. Ja. Und was ist bei dir hier? Den hier. Okay, so. Und dann, ja, jetzt wird es ein bisschen, weil das habe ich alles schon eigentlich gelevelt. Wir haben noch drei Bronzeteile. Ja, das ist aber, wie der macht, das ist Blödsinn. Da wollen wir auch nicht. Da hätte ich auch noch weiter Zeichenintensität. Ja, das hätte ich machen müssen, verdammt ich. Na gut, hier haben wir auch alles gelevelt, hier haben wir auch alles gelevelt. Diese Zeichen hier nutze ich überhaupt nicht. Ist also uninteressant. Ja, dann nehmen wir hier. Schlagader, was haben wir hier? Kritische Treffer, Unwetter. Schaden 20. Dann machen wir das so, ja. Und meditieren bis zum frühen Morgen irgendwie. Und dann sollte ja dieser Fährmann uns auf die Insel bringen können. In den Sumpf. Sieht gut aus. Los geht's gerade. Da hinten steht der Kaschfallkopf. Zuppi, zuppi. Dann wollen wir mal. So, komm her. Transportdienstleistungen günstig wie nie. Ja, dann los, hier. Bringt mich auf die andere Seite. Bringt mich auf die andere Seite. Die Zeit steht nicht still. Habt ihr euch entschieden? Habe ich das nicht gerade gesagt? Also manchmal, ne? Kann's losgehen? Fragst du mich jetzt nochmal? Wie oft wollt ihr noch fragen? Zum Sumpf. Oh Gott. Ja, unmöglich, oder? Wenn er einmal fragt und er einmal sagt, er will da zum Sumpf, dann muss es doch reichen. Unglaublich. Gut. Gucken wir erstmal, wo dieser Trippi. Oh, wir haben ja noch einen von diesen Monolithen-Dingern. Und dann werden wir mal sehen, wie viele uns wirklich noch fehlen. Es kann sein, dass uns dann eigentlich nur noch einer fehlt. Was ist denn das? Ups. Da könnte man mich dann da weitermachen. Na super. Schaut sehr kuschelig aus. So. Zeig mal her. Ort der Macht. Maskershütte. Großväterchens Haus. Der Obelisk. Hier, diesen Obelisk brauchen wir noch. Kann man, kann ich den nicht antippen? Ja, doch, so. Wo sind wir denn? Schrein der Militele und dann darüber. Und da ist Lagerfeuer und da ist der Steingolem. Okay, gut. Dann müssen wir... Ja, oh, es regnet schon eine ganze Weile. Ein neuer Kunde? Nein, kein Kunde. Du hast mich ja gerade hergebracht. Also dann fetzen wir mal durch den Sumpf.
Was ist denn das für eine Suppe hier? Ein wunderbarer Wolf. Du nennst das wunderbar? Ich finde das fürchterlich. Wir müssen dahin, wo die Ziegelbrenner sind. Die leuchten alle, das müsste hier sein, oder? Ey, da sieht doch kein Schwein was. Was ist denn das für ein Mistwetter? Verdammter Mist hier. Bist du sicher, dass ich hier richtig bin? Ich glaube nicht. Wir nehmen mal... Ups. Ich bin doch hier verkehrt, oder? Na klar bin ich hier verkehrt. Wo muss ich denn hin? Ich habe mich verlaufen. Ich bin naiv. So schlecht ist es aber gar nicht. Moment mal. Ich bin wieder. Oh Gott. Na los, kommt her, lasst uns tanzen. Geralt, du hast das falsche Schwert. Zap. Was haust du denn ab? Komm her hier. So was Dummes. Ich das falsche Schwert. Das war doch blöd. Aber hier ist irgendwas verreckt. So, was habe ich gesagt? So, gib mir mal die Nieswurz. Na, komm her hier. Brenn! Geralt weglaufen, der explodiert. Gleich irgendwie so. Oh! Genau. Hat auch gut geklappt. Gutes Timing. Wo ist jetzt dieser blöde Stein? Komm her, hier. Gib mir die Überreste. Zerab, 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 zerab. Das sieht schlecht aus mit dem Durchkommen. Ich muss doch genau davor stehen. Ach, da in der Mitte ist er ja. Na klar. Na komm, okay, hier. Ja, da guckt ihr, ne? Zack, aufgeräumt. So. Einmal alle sterben, bitte. Ja, das ist, irgendwann gibt es ja da auch keine Punkte mehr, aber jetzt würdest du bitte... Hallo, was denn? Ich sehe ihn nicht. Oh, so ein Dicker, komm her hier. Das war das falsche Schwert, du solltest, Ja, in dem Sumpf bin ich immer ein bisschen abgelenkt. Komm mal her, mach mal den hier. Hier, ich hab doch so einen. Komm her. Zack. Sephira und Obelisk. Ich muss alle 10 platzieren. Und die alten ich? Zauber funktionieren noch. Ich weiß nicht, wie viele ich habe. 9? Okay, den habe ich. Was habe ich hier? Eingestürzter Turm. Hier hinten. Hinein, glaube ich, ist auch noch einer, oder? Weiß der Elemente. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ich muss alle platzieren. Ja, wir müssen mal zu den Druiden gehen, denn die Druiden, das ist der Turm, wir könnten, drehen wir uns in die Richtung und schauen, ob wir hier rüber können. Oh. Ja, Geralt, metzel dich durch, hier, komm. Ich verliere hier voll die Orientierung.
Das ist der Militele-Schrein. Aber ich will mal gucken auf dem Acker, ob die sich bekämpft haben, die Idioten. Da ist auch so einer. Was ist denn hier? Hey, der hat 50 Gold. Hab ich das gesehen? Oh, ich wollte noch verkaufen, ne? Hier ist der Golem-Acker. Ne, die haben noch nicht gekämpft. Gegen ihn muss man dann kämpfen. Oh, ich finde das nicht witzig. Das ist ein aussichtsloser... Moment mal, wir haben Gewitter. Könnten wir eventuell... Ich muss mal kurz speichern und probiere was aus. Weil dann könnte ich mir jetzt einen Haufen Geld sparen. Ja, man muss ja schauen, wo man bleibt, oder? Komm mal her hier. Weil das funktioniert nur bei Gewitter. Jetzt hört das Gewitter wieder auf, oder? Okay, Geralt, das war nix. Oh, nee, doch nicht. Scheiße, da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Lauf, 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 mein Freund. Geralt, wir haben keine Chance. Lauf, lauf, lauf. Bleib in der Mitte. Komm schon. Bist du in der Mitte? Hm. Wir sind ja mal gestorben. Ja, weil wir... besonders witzig waren. Nicht hinter dem Ding standen, sondern genau in der Mitte da, wo... eigentlich der Golem den Blitz abbekommen sollte, um zu verrecken. Das muss man dreimal machen. Man muss also praktisch immer hier am äußeren Ding sein und dann hier schauen, dass man nicht in den inneren Bereich kommt. Und wir standen ungefähr hier und haben natürlich voll die Breitseite abbekommen. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Part weiter, weil es kann sein, dass ich da noch ein, zwei Mal verrecke, so dämlich, wie ich mich manchmal anstelle. Wie dem auch sei, danke, dass ihr bei mir wart und bis zum nächsten Mal. Eure Emerald70. Ciao, ciao.